Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es Donnerstagnachmittag. Wetter nicht so rosig, beziehungsweise nicht so sonnig, eher bewölkt. Und heute geht es auch zur Franz-Senn-Hütte. Und morgen geht es auch versucht, um die Rinnenspitze zu erklimmen. Hoffen, das Wetter spielt mit. Heute Vormittag auf der Anreise hierher in Stubaital hat es schon geregnet. Und es richtig doll geregnet. Jetzt, an sich, seitdem wir im Stubaital sind, hat der Regen nachgelassen, beziehungsweise jetzt tröpfelt es nun ganz vereinzelt. Also, und für morgen ist Sonnenschein vorhergesagt. Ja, wir sind hier am Parkplatz da auf dem Oberriss. Genau, der Oberriss Alm ist dort. Und das ist hier der Parkplatz. Dort kostet die Parkgebühren 5 Euro am Tag, beziehungsweise zwei Tage dann 8 Euro. Das heißt, für heute und morgen parken wir hier, weil wir auf der Franz-Senn-Hütte übernachten. Die Franz-Senn-Hütte liegt, sieht man hier vorne auch noch nicht, aber da geht der Weg lang, so schön nach oben und dort hinten rund und dahinter ist dann die Franz-Senn-Hütte. So, ich freue mich schon, wenn ihr dabei seid. Dann wollen wir nicht lange weiter reden und machen wir einfach los und auf geht's für eine coole Wanderung. So, nicht erschrecken. Leider ging mir die Speicherkarte kaputt. Habt ihr wahrscheinlich auch schon beim Video vom wilden Freiger und Zuckerhüdel gemerkt. Deshalb ein kurzes Video, wo ich kurz erkläre, wie die Tour weiter verlaufen ist und ein paar Bilder einspiele, die ich noch am Handy hatte und die 1, 2, 3 Videos, die ich noch von der GoPro-Karte retten konnte. Ja, also wir sind aufgestiegen zur Franz-Senn-Hütte, kamen dort auch noch knapp 2 Stunden an. Das ist ein schöner Weg, schön gemütlich. Am Anfang geht es etwas steiler bergauf, aber dann geht es eigentlich langsam bergan und sehr moderat. Und ja, das ist an sich eine schöne Strecke. Wetter hat uns soweit auch gepasst, also es hat dann aufgehört zu regnen und zu nieseln. Und die Wolken hingen bloß ziemlich tief noch. Ja, wir kamen auf Franz-Senn-Hütte an, haben da unser Zimmer bezogen und Armbrot gegessen und später und noch etwas in Umgebung verbracht, die Zeit. Das ist sehr, die Franz-Senn-Hütte liegt wirklich sehr schön. Also auch am Fluss oder Bach, Fluss kann man eher schon sagen. Und sind dort noch etwas rumgelaufen, haben noch etwas das Bergpanorama genossen und haben ein bisschen ausgeruht von der Anreise her. Am nächsten Morgen ging es bei Zeiten los. Wir haben nicht Frühstück gegessen in der Hütte, haben gesagt, wir nehmen was mit und essen es unterwegs und sind dann losmarschiert. Von der Hütte aus, es steht 3 Stunden bis zum Gipfel. 3 Stunden ist schon sehr ambitioniert, meines Erachtens. Wie auch oft die Zeiten allgemein sind, die Berge sind ja auch reine Gehzeiten. Wir sind dann gemütlich los, es ist ein steiler Anstieg, gleich nach der Hütte geht es aber steil hoch und dann immer Anstieg, bis wir an so ein schönes Plateau kamen, wo wir eine schöne Aussicht haben. Das Wetter wurde auch immer besser, die Wolken sind dann weggegangen und strahlenblauer Himmel. Dann ging es weiter Richtung Rinnensee, bis wir zum Abzweig kommen, wo es die eine Richtung so zum Rinnensee geht. Oder so. Egal, in die eine Richtung hoch zur Rinnenspitze. Die weiter, dann geht es über Blockgelände noch hoch und dann noch etwas parkieren, bis man dann zum Einstieg vom Klettersteig ist. Der Einstieg vom Klettersteig, da war die Frage, Klettersteig seit ja, nein. In der Beschreibung steht, man sollte es mitnehmen, muss aber nicht, so sinngemäß. Wir selber hatten eins mitgehabt und es war auch gut so. Also wer diese Art von Felskletterei nicht gewohnt ist, also Klettersteigsets gibt da schon mehr Sicherheit. An sich fast alle, die wir getroffen haben dort, ob ambitionierte Bergwanderer oder welche, die oft in den Bergen unterwegs sind aus der Region, hatten alle ein Klettersteigset mit und haben es auch genutzt. Man geht also dann so eine Art Klettersteig hoch, nicht gerade große Schwierigkeit, also B würde ich sagen, glaube ich war das AB. Vielleicht eine Stelle mal C. Und das, bis wir aufs Gipfelgrat kommen, Gipfelgrat ist meiste Zeit auch Drahtseil gesichert. Und dann ist man irgendwann oben an der Spitze, auf der Rinnenspitze, mit einer herrlichen Aussicht und eine herrliche Tiefsicht. Also das muss man auch mögen. Wir waren dort oben ungefähr 5 Minuten am Gipfel. Der Gipfel ist nicht groß und es wurden immer mehr, die dort oben ankamen. Deshalb sind wir dann umgedreht und sind auch wieder runter, um den Gipfel frei zu machen für andere Leute. Ja, auf dem Weg nach unten haben wir auch, kommen so mehr Leute auch entgegen. Und dann sind wir mit Klettersteig wieder runter, natürlich mit Klettersteig-Set.
Das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Also ich würde es auch jedem empfehlen. Klar, man hätte es ohne machen können. Es ist durchaus legitim, auch ohne zu machen. Aber gerade wer das im Gebirge jetzt nicht jeden Tag unterwegs ist oder schon sehr, sehr viele Erfahrungen hat oder auch einfach für das Gefühl des Sicherheits wegen, würde ich jedem empfehlen, ein Klettersteigset mitzunehmen und auch zu nutzen. Und ja, genau, da ging es nach unten Klettersteig und dann sind wir zurück zur Hütte gewandert und dann von der Hütte ganz sogar abgestiegen nach unten. Allen in allem war es eine sehr schöne Tour, hat richtig Spaß gemacht. Vor 2-3 Jahren muss das gewesen sein. Ja, ungefähr vor 3 Jahren hatte ich es ja schon mal probiert. Dort musste ich es abbrechen, weil das einfach zu heiß war. Also man muss dort auch stückweise mit dem Wetter aufpassen. Also nicht nur schlechten Wetter, sondern auch wenn es richtig heiß und drückend ist. Man läuft so ein Stück weit, wie soll ich sagen, in so ein Talkessel, muss man fast sagen. Also es drückt die Sonne rein. Also man läuft da eigentlich von früh an bis nachmittags ständig nur in der Sonne. Vor 3 Jahren hatte ich das Glück oder Pech, wie man es wollte, da war es ein schöner, heißer Sommer. Das heißt, wir hatten aber über 30 Grad und auf Sonne waren es 40, 45 Grad, die heraufgedrückt haben, die wirklich heiß waren und die Haut schon gebrannt hat. Wo ich dann gesagt habe, das bringt jetzt nichts, da bin ich damals umgedreht, weil es einfach zu drückend war. Auch die Luft war zu spül und heiß und das auch anstrengend war zu laufen und der Schweiß ist gelaufen ohne Ende, wo man so einen Kreislauf achten muss. Deshalb meine Empfehlung auch, wenn man die Rinnenspitze macht, vielleicht in 2 Tagen. Theoretisch könnte man es von ganz unten vom Parkplatz hoch auf die Rinnenspitze wieder zurück machen. Durchaus legitim, durchaus machen das viele Leute. Wer aber jetzt relativ wenig oder in den Bergen unterwegs ist, wenig meine ich damit. Also nur nicht in den Bergen wohnen, sondern nur ab und zu dorthin fährt, Urlaub zu machen und Berg zu wandern, würde ich empfehlen, die Zwischenübernachtung auf der Franzennhütte, die aber rechtzeitig buchen. Die liegt am Stubaier Höhenweg. Die ist auch eine Ausbildungshütte, das heißt, wo viele Kurse stattfinden. Das heißt, sie ist ständig auch voll und ausgebucht. Also das schon im Voraus planen, wenn man dort hingehen möchte und dort auch schon im Voraus buchen. Genau, und dann, wie gesagt, es ist locker machbar in diesen 2 Tagen. Ist auch sehr schön und wie gesagt, man genießt es auch, das Flair um die Hütte herum, um dann weiter aufzusteigen zur Rinnenspitze, über den Rinnensee zurück. Das ist einfach dann eine schöne Strecke und das macht einfach auch Spaß. Und ja, Fazit, gerne wieder. Und ich hoffe, dass das nächste Mal die Kamera mithält. Ich hatte den Klettersteig und alles schön drauf. Und naja, passiert. Also ich hatte keinen Laptop mit zum Zwischensichern. Also ich muss mir noch eine gute Möglichkeit einfallen lassen, wie man zwischensichert. Beziehungsweise mit der GoPro geht es ja über die App, wenn man Internetverbindung hat. Was ich aber dann in der Folge nicht hatte, sondern hätte ich hochladen können und so weiter. Auf den Cloud-Speicher. Also ja, passiert halt. Kann man nicht ändern. Man lernt daraus und muss man halt gegebenenfalls nochmals machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sommer und schöne Erlebnisse in den Bergen, sofern ihr in den Bergen seid. Und haltet die Ohren steif und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bergheil!